Hallo, ich bin die Leonie vom Bundeswettbewerb Finanzen. Ich bin Jurymitglied und die neue Wettbewerbsrunde 2017-2018 ist schon längst gestartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, müsst ihr dieses Jahr eine PowerPoint-Präsentation erstellen. In der müsst ihr euer Team vorstellen, euer Projekt beschreiben, einen Kosten- und Finanzplan erstellen, festlegen, wer für was verantwortlich ist und Belege aufführen. Und dazu gebe ich euch jetzt ein paar Tipps. Erstens, beachtet unbedingt die Vorgaben. Auf der Website findet ihr nochmal eine Präsentationsvorlage, auf der ihr auch nochmal die Folien findet in der Reihenfolge. Nutzt diese Reihenfolge, so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nichts vergesst. Beachtet außerdem, dass ihr die richtige Schriftart und die richtige Schriftgröße verwendet. Tipp Nummer 2. Überladet auf gar keinen Fall eure Folien mit zu viel Text. Das wirkt unübersichtlich und ist sehr anstrengend für den Leser anzuschauen. Tipp Nummer 3. Auch Grafiken und Tabellen wirken schöner, wenn sie nicht zusammengequetscht auf irgendeiner Folie zu finden sind, sondern einzeln und ausgewählt auf den Folien liegen. Und jetzt seid ihr dran. Gestaltet eure PowerPoint logisch und strukturiert, aber seid dennoch kreativ. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der Finalrunde in Berlin und ich drücke euch ganz fest die Daumen.